bin mir unsicher. Ich bin mir sehr unsicher. So unsicher war ich noch nie. Es sieht irgendwie schön aus, aber gleichzeitig macht es halt gar keinen Sinn. Ich lass das einfach. Ich lass das mal so. Irgendwie finde ich das schön. So, dann kann ich den Kuchen aber nicht benutzen, weil ich den hier nirgendwo hinstellen kann. Dann mache ich mal hier das Ding hier hin. Und dann habe ich ja einmal das Ding hier. Das mache ich hier hin. Schön auf die Sterne. So. Ist die Frage, ob ich mit zu ihr Foto benutzen möchte. Oder nicht. Also vielleicht so. Das hier hin. Und dann vielleicht noch von Gerrit das hier hin. Poster. So. Nein, warte. Hier hin. Das von Jimmy. So. Ich müsste halt vielleicht noch die Farbenänderung von den... wie heißt's? Von dem... Na, ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr nicht. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, was ich meine. So, und dann vielleicht... Nein, das wollte ich nicht, Crumb. Nein. Der Teppich ist halt echt süß. Ich finde, er passt voll gut. Ich würde vielleicht nochmal so einen nehmen. Nochmal so einen bauen, meine ich. Dann vielleicht nochmal so einen Nixentraum. Nixentraum, ja. Nixentraum. Wow. Ich träume von Nixen. Warte, ich schreibe mir kurz auf. Einmal, Nixenraum. Nixenraum. Renner. Dann einen Stuhl. Und dann hätte ich halt irgendwie gerne noch Lampen. Das ist ja voll schön. Okay, I like. Ich würde das vielleicht nehmen als Ambiente. Irgendwie finde ich, wirkt das schon spannend. Finde ich irgendwie. Und dann halt. Hier in die Wand noch so. Und dann würde ich halt umstellen, diese Klamottengedöns umstellen. So, das mache ich mal kurz hier hin. Dann würde ich den hier irgendwie hin tun. Dann würde ich abbrechen. Dankeschön. Das hier mit dem hier tauschen. Und dann das hier hin. Und immer so.
Maybe. Ne? So. Nein. Nicht drehen. Das kann dann halt... Weil ich finde es hier halt noch ein bisschen zu kalt. Ich muss halt irgendwie noch Kleinigkeiten finden, die ich dahin tun kann. Das ist das Ding. Da bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit. Ja. Ein Blumenkörbchen. Nein. Maybe hier hin. Es fehlt halt noch so unendlich viel. Ich habe irgendwie die Sachen dafür nicht. Deswegen wollte ich mich eigentlich noch nicht dran setzen, die Inneneinrichtung zu machen. Aber ist dann leider doch anders gekommen, als wie es geplant war. Ich würde dann in den Keller erstmal gehen, weil den Keller, glaube ich, können wir schon am meisten machen, würde ich sagen. Aber den Raum muss ich halt noch gucken, wie der mir gefällt. Ob ich da vielleicht doch was anderes mache. Oder ich habe eine andere Idee. Oder ich mache das, was ich hier unten reinmachen wollte, mache ich jetzt hier oben rein. Und dann mache ich oben die Räume zu. Dass ich dann quasi hier... Ich mache das hier. So, mach das mal weg. Und dass ich dann quasi hier die Sachen, weil der Raum unten ist ja kleiner. Und dann kann ich mich da ein bisschen ausleben. Und dann habe ich hier halt die Räume, die ich an den Seiten zumachen kann. Und dann kann ich hier das hier alles platzieren. Und vielleicht halt noch das mit reinbringen. Die hier wollte ich noch oben hin machen, glaube ich. Vielleicht. Und das hier in die Wand. Das kommt mal weg. Und dann machen wir mal... ist immer ein Dunkeln. Tja. Darf ich bitte die Tür sehen? Jetzt. Ich meine, hier kommen dann, wie gesagt, noch Trennwände hin. Also muss ich gucken, wie ich das jetzt genau platziere. Ja, ich würde halt den hier auf jeden Fall irgendwie hier so hin machen. So halt noch durch die Tür durchkommen, ne? So. Maybe. Die Türen, wie gesagt, sind versperrt. So. Muss ich halt auf jeden Fall so machen. Machen wir das hier weg. Machen wir das auch weg. So. Und dann, nehme ich mal kurz die hier als Abtrennung, weil die dürften ja ungefähr genauso dick sein. Hast du hier das hier? Dann will ich gerne da hinten noch so ein Kinderzelt. Oder ich mache das Kinderzelt doch nach oben. Ich glaube, ich mache das nach oben. Dann löst sich das Problem mit den... Platzproblem. So, und dann habe ich halt hier... Und hier, ich weiß halt nicht, ob es noch mehr von solchen Fahrgeschäften gibt. Ich finde die süß. Ich würde auf jeden Fall noch Teddybären besorgen. Auf jeden Fall. Dann mache ich jetzt oben kurz das Ding hin. Kinderzelt. Dann ist es da auf jeden Fall nicht mehr so leer. Und...
brauche ich vielleicht auch gar keine Trennwand, weil ich das hier einfach als Trennwand benutzen kann. So. Dann das Poster da umschieben. Könnte ich halt hier maybe den Schrank hinmachen, dass ich das hier und das hier tausche. Und der Stuhl dann hier hinkommt. Muss ich halt nochmal die Klamotten und so ein bisschen verschieben. Und dann habe ich hier dieses Kinderzelt. Ich guck mal kurz was. Sieht schon süß aus. Oder ich verschiebe das komplett, dann kommt das hier so in die... Ach, der Korb. Okay. Ich denke mir gerade, woran scheitert's? Warum darf ich das nicht? Aber am Korb scheitert's. So. Maybe. Und dann das Kinderzelt so in die Ecke. Maybe. Klappt semi-gut. Auch auf jeden Fall noch so ein... Mindestens noch eins. Dann quasi hier nochmal eins hin. Oder ich mache das so und dann mache ich hier noch eins hin. Quasi so als Abdingselung von dem Raum. Und dann kann das und das hier wieder hin. Und dann sieht er das schon auf jeden Fall ein kleines Stückchen weniger. Sag schon aus. Ein kleines Stückchen weniger. Leer. So, noch das hier rüberschieben, bitte. Ja, dann kommt das hier hin und das hier hin. Und dann den Schrank kann ich doch, glaube ich, noch eins machen. Genau. Ich glaube, ich mache das trotzdem so rum. Hallo? Jetzt darf ich. Dann schiebe ich nochmal das Zeug hier hin. Einmal hier und dann hier aufzudrehen. Ich habe nicht die Drehtaste gedrückt. Dann habe ich ja halt das hier und das hier noch. Dann hängt das hier ziemlich gut. Ich könnte das auch hier hinhängen. Das Mobile hängt mir jetzt ein bisschen zu weit unten. Lieber so. Habe ich hier an der Wand die beiden Poster. Das ist ja quasi das Wohnzimmer. Dann kommt hier noch der Korb hin. So, und dann kommt da vielleicht noch ein Ding hin.
Oder ich mache das so. Ich hätte auf jeden Fall noch zwei hierfür, hinter die Couch. Maybe. Und halt so einen Sternboden. So, dann schreibe ich mal kurz auf, dass ich den nächsten Dings nicht mehr brauche. Einen Stuhl brauche ich auf jeden Fall noch. Zweimal Irlande. Da fällt mir ein, dass ich noch eine Sache vergessen habe, die ich machen wollte. Und zwar, ich stelle mich jetzt dafür mal hier hin. Und dann mache ich Folgendes. Blau oder Pink? Ich würde sagen, ich nehme Pink. Kachel. Hier platzieren. Kachel. Hier platzieren. Kachel. Hier platzieren. Kachel. Und hier platzieren. Den Kachel. So. Okay, jetzt so. Und dann nochmal kurz das Zeug verschieben. Mit, warum nehme ich das nicht? Dann räume ich es halt umständlich rüber. Das ist auch okay. So, und dann haben wir da diese süße Dingsterbums da unter dem. Und dann würde ich vielleicht. Frage ist, kann man die umändern von der Farbe her? Dann würde ich die hier gerne noch platzieren. Sieht denn das aus, wenn das da unten hängt? Geht so. Ich platziere die mal hier auf der Höhe. Dann brauche ich auf jeden Fall noch eins davon. Sternengirlande. Also mindestens eins. Aber ich würde sagen, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4. Dann würde ich noch 6 bauen. Und dann brauche ich Lampen. Definitiv brauche ich Lampen. Frage ist halt nur, gibt es irgendwelche Lampen, die da reinpassen? Ich glaube halt leider nicht. So, angemerkt. So vielleicht. Das sieht irgendwie süß aus. Auch wenn das immer noch aussieht wie Bananen. Maybe. Und dann leuchtet das Zimmer halt ein bisschen mehr, ne? Nicht so schön. Ich hätte halt irgendwie gerne noch. Kann ich vielleicht hier mitmachen? So ein bisschen mehr Lichtchen rein. Nein, ich wollte das nicht zumachen. Aber jetzt sieht der Raum doch schon viel, viel besser aus. Ich weiß halt nicht ganz, was ich in den Keller noch reinmachen soll. Muss ich sagen. Also sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Was fehlt denn da? Eine Girlande, aber das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Ich glaube, die brauche ich nicht mehr.
Weißt du was? Ich mache das Körbchen hier vor. Oder ich benutze das nicht. Dann mache ich hier noch lieber so ein Sternchen hin. Ja, hier so hin. Maybe. Ich finde, jetzt sieht das viel süßer aus. Und dann würde ich hier vielleicht... Boah, der Raum... Aber vielleicht kann man ja hier mit... Warte mal. Mit dem Licht ein bisschen arbeiten. Noch ein bisschen. Mehr. Vielleicht eher so ein bisschen... Hier so ins Lila oder ins Blaue. Ich würde vielleicht hier so reingehen. Und dann würde ich vielleicht das hier nehmen. Maybe. Und dann streiche ich mal ganz kurz eben die Girlande raus, wobei... Da jetzt zwei Girlanden. Das sieht ganz süß aus. Hier muss ich einmal drehen. Einen Stuhl brauche ich auf jeden Fall. Einen Stuhl und 6 Sterngirlanden will ich noch haben. Das finde ich passt eigentlich, aber ich würde vielleicht die Farbe der Stühle umändern. Oder? Und die sehen halt jetzt aus wie Bananen, finde ich. Aber an sich finde ich passt es trotzdem ziemlich gut rein. Frage ist halt, was für ein Stuhl. Ich könnte diesen Dingstuhl noch nehmen. Oder entweder Muschelstuhl oder einen, ach, wie heißt denn der Stuhl? Chimarol-Mel-Dingster. Cinemorel, irgendwie so heißt es. Irgendwie so. Dann hätte ich halt hierfür, dann brauche ich hier gar keinen Girlanden mehr. Dann brauche ich hier unten, brauche ich noch... hier unten brauche ich einmal folgendes. Ach doch, das ist richtig. Ich habe die Soundkulisse gar nicht. Die Soundkulisse gar nicht. Ja, gut. Auf jeden Fall brauche ich dann. Wie groß sind denn die? Wenn wir 2, 4, 6. Glaube ich. Oder brauche ich 6? Muss man kurz abzählen. Eine Trennwand müsste 4 breit sein. Also 1, 2, 3, 4. Okay. Ich brauche 4 pro Seite. 4. Dann brauche ich 12, ne? Hier. Nee, warte mal. Ich brauche... Hier müssen Säulen hin. Ich brauche 2 Säulen. 2-mal Säulen. Und dann brauche ich 1, 2, 3, 4. 4, 3 Wände. Hier, und dann brauche ich hier 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. Okay, ich muss kurz gehen, aber es war, wir sehen uns im nächsten Part. Ich sehe gerade die Zeit, ne? Bis dann und ciao, ciao!